Hi Leute und herzlich willkommen bei Hillbilly TV. Heute haben wir einen etwas schaurigen Lost Place für euch. Es handelt sich um ein altes Krematorium, das um 1910 erbaute Gebäude wurde hauptsächlich oberirdisch errichtet, aufgrund des Grundwasserspiegels, was für damalige Krematorien eher untypisch war. Wir beginnen unseren Rundgang in der großzügigen Trauerhalle, wo noch die Absenkanlage der Särge zu sehen ist, die direkt in den Keller führt, wo die Leichname dann verbrannt wurden. Gehen wir jetzt hin. Eine kleine Treppe führt direkt ins Untergeschoss. Alte Sargwägen stehen auf dem Boden und die Kühlräume sind offen. Eine heute bereits demontierte Eismaschine sorgte für die nötige Kühlung. Es geht weiter in den Verbrennungstrakt. Zwei Öfen stehen hier. Die Särge wurden mit Wägen hineingeschoben. Laut Zeitzeugen wurden hier in diesem Krematorium bis zu 100.000 Leichen verbrannt. In den 1930er Jahren wurden die Öfen erneuert wegen des steigenden Bedarfs. Die Einführwegen waren auf einem Drehkreuz gelagert, sodass die beiden Öfen mit nur einem Wagen betrieben werden konnten. Es geht eine Etage tiefer, wo von einem Menschen dann nur noch Asche übrig ist. Schamottsteine mit Nummern liegen auf dem Boden, die den Särgen beigefügt wurden, um die Menschen nach der Verbrennung zu identifizieren, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die Aschemühle steht auch noch im Raum, weil Knochen verbrennen nicht vollständig. Überall sind Rohrleitungen an der Wand, die als Gasleitung und Kühlung gedient haben. Ja, das, was hier wie Blumentöpfe aussieht, sind Urnen. Allerdings nur provisorische. So makaber es klingt, damit der Workflow gewährleistet war. Noch eine Etage tiefer befindet sich ein Aufbereitungsraum, der aber leider voll Wasser steht und wir nicht besichtigen konnten. Der Weg vieler Menschen endete hier. Voller Respekt und Demut sind wir stolz, dass wir dieses Objekt besichtigen durften. Und wenn das Feuer erlischt, kommt nur noch der Verfall.